Moin Freunde, heute zeige ich euch ganz genau, wie man das neue Intel-Bundle bekommen kann. Denn derzeit gibt es eine Kooperation zwischen Epic Games und auch Intel. Und ihr seht jetzt hier schon, diese drei Gegenstände kann man dann halt eben kostenlos bekommen. Und ihr seht, einmal gibt es da den Skin selber, also Brandungsbandit, dann eine kostenlose Spitzhacke und auch einen Hängegleiter. Ja, wie gefällt euch das Bundle? Von der Skala von 1 bis 10? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Achso, und bevor ich es vergesse, gerne auch mal bei G2A vorbeischauen, denn da gibt es günstige Guthabenkarten, genauso aber auch günstige Spiele. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu den Link. Und ihr seht auch schon, ich bin jetzt hier auf der Seite von Intel, so sieht das Ganze dann aus. Hier vielleicht nochmal vorweg ganz wichtig zu sagen, Einlösefrist 31. März 2021. Also bis dahin haben wir dann Zeit, uns halt eben dieses Bundle freizuschalten. In diesem Paket sind lauter Dinge drinne, die uns hier vielleicht mehr oder weniger interessieren könnten. Also ganz wichtig auf jeden Fall hier Fortnite Splash Damage Set. Das interessiert uns ja. Ansonsten könnt ihr selber auch nochmal nachlesen. Gibt es hier ganz coole andere Dinge, wovon ich jetzt noch nicht ganz so viel weiß, was das im Einzelnen genau ist. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall dann auch mal genau noch anschauen, falls euch das Ganze interessiert. Wir können auf jeden Fall dann hier runter scrollen und dann sehen wir auch schon die Schritte, die wir machen müssen, um uns dieses Bundle dann halt eben freischalten zu können. Und bevor wir jetzt zu den Steps kommen, ihr seht es auch schon, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, wir benötigen da einen Intel-Prozessor. Also um dieses Bonusangebot anzufordern, müssen wir halt eben im PC oder Laptop einen Intel-Prozessor verbaut haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch einen Intel-Prozessor haben. Und für die Leute, die da jetzt vielleicht nicht genau wissen, was habe ich eigentlich für einen Prozessor im PC oder Laptop, dann könnt ihr unten links einfach mal auf das Windows-Symbol gehen. Also die meisten müssten eigentlich von euch Windows 10 haben. Wenn ihr irgendein anderes habt, dann schaut da selber mal im Internet nach. Relativ einfach eigentlich auch zu finden. Dann müsst ihr dann einfach nur auf Einstellungen gehen, auf System und dann auf Info und dann seht ihr auch schon mein Prozessor, ihr seht den RAM, der installiert ist, ihr seht mein Bit-Betriebssystem, also alles, was eigentlich notwendig ist. Und in unserem Fall brauchen wir ja eigentlich auch nur den Prozessor dazu. Und ihr seht, ich habe jetzt einen i9-Prozessor verbaut, also die meisten von euch müssten auch irgendwas mit i haben und dann aufwärts, also schaut da einfach mal in den Einstellungen rein, was ihr genau für einen Prozessor habt. Und für die Leute von euch, die eher auf der Xbox oder PS4 unterwegs sind, ihr könnt auch dazu gerne mal eure Eltern fragen und da das dann auf dem PC oder Laptop probieren. Ich bin mir sicher, dass die auch irgendwie einen Intel-Prozessor verbaut haben. Wenn nicht, fragt euren Freund oder vielleicht habt ihr ja selber auch einen PC oder Laptop, wo man das dann wunderbar machen kann. Und ihr seht auch schon dann hier beim ersten Step, da müssen wir einfach auf diese Seite gehen. Genau, und dann kommen wir hier auf diese Seite. Ich habe euch die Links, by the way, unten in der Videobeschreibung reingestellt und dann müssen wir uns jetzt hier einfach einen Account anlegen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich gehe auf Erstellen. Dann muss ich hier alles eingeben und ausfüllen. Und das würde ich jetzt erstmal schnell machen. Und ihr seht auch schon, das Ganze hat bei mir jetzt wunderbar funktioniert. Also gab keine Probleme. Ihr müsst wirklich nur eure Daten da eintragen. Dann bekommt ihr eine Mail. Und das dauert jetzt ein bisschen. Ihr seht schon, 72 Stunden kann das halt eben dauern. Aber wenn wir dann diese Mail bekommen haben, müssen wir dann nur auf Verifizieren gehen in dieser Mail. Und dann ist auch schon unser Konto eingerichtet. Ich habe jetzt bereits mein Konto verifiziert, also das hat eine Minute jetzt gedauert. Ich habe auch direkt da die Mail bekommen von Intel, also das dauert dann doch keine 72 Stunden. Aber es kann halt manchmal sein, dass es dann doch ein bisschen länger dauert. Bei mir habe ich jetzt nicht wirklich warten müssen. Und was ich jetzt machen muss, ich muss mich hier einfach nur einloggen. Für die Leute unter euch, die bereits hier ein Konto bei Intel haben, die können sich natürlich dann hier direkt einfach einloggen. Aber das ist, denke ich, auch soweit logisch. Und dann seht ihr schon, ich bin jetzt hier erfolgreich eingeloggt in meinem Konto. Das ist mein Dashboard und wir gehen hier einfach oben rechts auf Angebot einlösen, da einfach drauf gehen. Dann werden wir gefragt, ob wir einen Master Key haben. Ich habe jetzt keinen Master Key. Ich denke auch mal, dass die meisten von euch da keinen haben, aber es kann ja immer sein, dass man bei so einer Promotion mitgemacht hat von Intel und dann bekommt man da halt eben so einen Master Key und dann kann man den hier eingeben. Also das ist, wenn man so will, einfach nur ein Zahlencode, den man dann hier eintragen müsste. Also vielleicht sowas wie bei der Minty-Spitzhacke damals, wo man die kostenlos bekommen hat. Da gab es ja auch einen Code. Da konnte man dann einfach auf der offiziellen Epic Games Seite das Ganze ja einlösen. Also wenn ich dann jetzt hier drauf gehe, dann müsst ihr da einfach nur den Code eingeben und dann absenden und dann habt ihr das Ganze auch schon erledigt. In unserem Fall gehen wir dann auf jeden Fall auf Nein und dann müssen wir hier drei Dinge ausfüllen. Also einmal, wo wir das Ganze gekauft haben. Ja, hier sind so ein paar Vorschläge, aber nicht wirklich viele. Meins ist jetzt leider nicht dabei, also nicht aufgeführt. Dann gehe ich einfach hier
auf meinen i9-Prozessor und dann halt eben, was ich genau für einen habe. In meinem Fall ist es dieser Intel Core-Prozessor, wir haben es hier eben gesehen, also wenn ihr Windows 10 auf eurem PC oder Laptop habt, dann in der Regel genauso vorgehen, wie ich es vorhin euch auch schon gezeigt habe. Aber das sollte dann jetzt hierbei auch nicht wirklich das Problem sein. Wir gehen dann auf Fortfahren und dann sehen wir jetzt hier auch schon, das sind meine Promotions. Wenn dann irgendwie mal ein Problem aufkommen sollte, dann probiert es einfach nochmal. Also falls da an der Stelle eine Fehlermeldung aufkommen sollte, probiert es nochmal. Im Notfall schaut nochmal ganz genau nach, was ihr halt eben für einen Prozessor eingebaut habt. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, es kann sein, dass euer Prozessor dann halt eben doch nicht mit dabei ist. Also hier seht ihr alles, was halt eben diese Promotion unterstützt. Also wenn euer Intel-Prozessor hier nicht auf dieser Liste steht, dann könnt ihr leider bei dieser Promotion nicht teilnehmen. Aber ihr könnt euch eigentlich sicher sein, wenn ihr einen Intel-Prozessor im PC verbaut habt, dann müsste der hier mit dabei sein, weil von i3 bis i9 habt ihr hier eigentlich alles. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Könnt ihr euch dann hier auf jeden Fall nochmal gerne genauer anschauen und dann einfach auf Fortfahren gehen. Und dann müsste das Ganze jetzt auch schon funktioniert haben. Es lädt, es lädt, es lädt. Ich muss jetzt hier einfach nochmal ein bisschen, ja, was durchlesen. Das machen wir jetzt nicht. Ist, denke ich, logisch. Wir können das dann hier auch nochmal herunterladen. Müssen wir sogar, wenn es weitergehen soll. Also herunterladen und Scan durchführen. Das machen wir jetzt einmal. Ihr seht, das ist die Datei, die ich jetzt halt eben genau ausführen muss. Also dann auf weitere Informationen. Und dann gehen wir hier einfach auf trotzdem ausführen. Da einfach mal drauf gehen, dann wird das hier ein bisschen laden. Und dann hat er es jetzt auch schon completed. Also hat er geschafft. Und ihr seht, bei mir kam jetzt gerade auch da parallel eine Fehlermeldung. Also da einfach nochmal auf erneut durchführen gehen. Und dann seht ihr schon, das Ganze hat jetzt perfekt funktioniert. Also das kann dann vielleicht so zu ein paar Problemen führen, dass ihr es vielleicht nicht direkt erkennt oder dass ihr Probleme habt mit euren Virusprogrammen. Also da müsst ihr vielleicht euer Virenprogramm halt eben mal schnell deaktivieren. Ich habe das jetzt zur Sicherheit gemacht, damit der Scan hier auch wirklich funktioniert. Ihr seht, es hat wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt auch kein Virus drauf oder so. So viel auf jeden Fall dazu. Dann gehen wir hier auf Fortfahren einmal drauf und dann müssen wir hier einmal nur ein Häkchen setzen und dann haben wir das Ganze auch schon, ja, geschafft. Dann sind wir fertig, dann sind wir am Ende und wir müssten jetzt unser Bundle dann auch kostenlos bekommen haben. Also ihr seht hier, das Ganze hat wunderbar funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, du bist für ein Bonusangebot qualifiziert. Allerdings sind die angebotenen Produkte zurzeit leider vergriffen. Heißt also, dass ich das Bundle auf jeden Fall noch bekommen werde. Ich werde jetzt auch mal direkt in Fortnite noch reinschauen. Aber derzeit probiert es natürlich jeder aus und jeder möchte hier dieses Bundle haben. Wir gehen dann auf jeden Fall hier auf Beenden noch schnell drauf. Ihr seht, hier ist noch nichts angekommen. Also könnt ihr theoretisch nochmal alles so machen, was wir schon gemacht haben. Aber das macht jetzt hier an der Stelle auch keinen Sinn. Also derzeit müssen wir da uns nochmal ein bisschen gedulden. Ich schaue jetzt auf jeden Fall nochmal schnell in Fortnite rein. Gut, ja, ihr seht, ich habe jetzt noch nichts bekommen, leider. Wir können auch nochmal schnell im Spind nachschauen, ob da irgendein neuer Skin mit dabei ist, ob ich den vielleicht doch irgendwie bekommen habe. Aber normalerweise muss es dann ja angezeigt werden. Also ihr seht, ich bin dafür qualifiziert, werde es auf jeden Fall noch bekommen. Wenn ich es bekomme, werde ich euch natürlich per YouTube-Story darüber informieren, werde ich euch Bescheid geben. Aber so in der Regel wird es gemacht. Wenn ihr mich unterstützen wollt, was mich extrem freuen würde, unterstützt mich da gerne mit meinem Creator-Code der Fruchtzwerg, denn im nächsten Video werde ich auf jeden Fall wieder einen Skin an euch verschenken. Also Ingame-Name noch schnell in die Kommentare reinschreiben, mich abonnieren, falls ihr keine Infos mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach es gut und auf Wiedersehen. Ciao.